Verpasse keine WM-Tipps und abonniere diesen Kanal oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen. Sicher dir den Bonus von 10bet, profitiere von vielen Promotion-Aktionen und gönn uns dadurch ein kleines Trinkgeld in Form einer einmaligen Provision. Herzlich willkommen zum XBET-Tipps WM-Studio live aus dem Luschniki-Stadion in Russland, wo das Eröffnungsspiel stattfinden wird zwischen Russland und Saudi-Arabien. Das ist Christian Custodian und ich bin Radek Vegas. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns auf die Weltmeisterschaft, werden jeden Tag ein Video für den nächsten Spieltag bzw. den nächsten Tag veröffentlichen und auch einen Stargast in unserer Wall of Fame begrüßen. Ja, und das ist, wie jeder weiß, Oleg Salenko, der russische Superstürmer, der bei der WM 94 in den USA 5 Tore in einem Spiel gegen Kamerun gemacht hat. Wow, und das hat außer ihm noch keiner geschafft und wird so schnell wahrscheinlich auch keiner mehr schaffen. Vielleicht bei dieser WM der ein oder andere, wenn er Glück hat, mal 2 oder 3 Tore in einem Spiel, ist schon viel, aber 5 in einer Halbzeit waren es, glaube ich, sogar. Aber ja, grandiose Leistung. So einen hätten die Russen gerne in ihren Reihen, wenn es denn jetzt zum Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien geht, haben sie aber nicht. Was haben die Saudis aber dagegen zu setzen? Das ist auch die Frage, was kann Saudi-Arabien? Ich meine, die Jungs sind mir sogar ein bisschen ans Herz gewachsen durch ihre couragierte Leistung im Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Jetzt darf man Freundschaftsspiele definitiv nicht überbewerten, aber man hat schon gesehen, dass die Saudis ganz gut zusammenspielen können. Macht auch Sinn, denn irgendwie 80-90% des Kaders spielt in den gleichen 2 Vereinen. Das sind Al-Ahli und Al-Hilal, bestimmt Schwergewichte in Saudi-Arabien. Aber dass die Saudis ihren eigenen Spielern und Trainern nicht zu 100% vertrauen, kann man an folgenden Fakten festmachen. Einerseits haben sie ihre Spieler zu europäischen Spitzenclubs ins Trainingslager quasi geschickt und im Gegenzug Sponsorenverträge mit den Vereinen abgeschlossen. Und andererseits haben sie 2-mal bereits ihren Trainer entlassen, nachdem sie sich bereits für den Weltcup, für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Einer von den beiden, Bert van Marwijk, einer auch, den man aus der Bundesliga kennt. Mittlerweile Trainer Juan Antonio Bizzi und der hat leider die Qualifikation mit Chile nicht geschafft und im Gegensatz zu den Chilenen ist er jetzt dank den Saudis doch noch dabei. Zu den Spielern gibt es nicht viel zu sagen. Der mit dem höchsten Marktwert liegt, glaube ich, bei 1,5 Millionen Euro. Dafür stellt immerhin Saudi-Arabien den kleinsten Spieler der Weltmeisterschaft 1,64 Meter misst Jawa Al-Sheri und viel mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es war doch schon mal etwas mehr als die meisten wahrscheinlich über Saudi-Arabien, inklusive mir, zustande bekommen. Ich habe mich hier mit den Russen befasst, denn die gehen ja als Heimmannschaft und als Gastgeber in dieses Turnier und natürlich auch in dieses Eröffnungsspiel. Und ich bin mir natürlich sicher, die Russen werden schon irgendwie es schaffen, dass sie hier sich nicht blamieren, denn bisher hat in der WM-Geschichte es nur einen einzigen Gastgeber gegeben, der nicht über die Vorrunde hinausgekommen ist, und es war 2010 Südafrika. Sonst kauft man quasi bei der FIFA einfach die Weltmeisterschaft inklusive Vorrundenüberstehung, und das wird für Russland aber nicht so einfach, denn die Russen sind, weiß Gott, auch keine Übermacht. Wenn man so die Spiele von denen in letzter Zeit anschaut, klar haben sie sich erstmal nur immer mit den Besten der Besten messen wollen, aber das ist kläglich gescheitert, wenn man mal vom 3-3 gegen Spanien absieht. Und die haben auch keine richtigen Stars in der Mannschaft. Also da ist derjenige mit dem größten Marktwert ein gewisser Mario Fernandes von ZSKA Moskau mit 16 Millionen. Ein eingebürgerter Brasilianer, glaube ich. Und sonst Viktor Akinfeev, der Torwart, der hätte er mal ein großer werden können, aber der ist jetzt auch schon auf dem absteigenden Ast, weil er eben in der russischen Liga immer geblieben ist, wie die meisten Russen, was deren Problem ist. Da gibt es einigermaßen viel Geld, da fühlen sie sich wohl, da sind sie Stars und da will keiner weg irgendwie über den Tellerrand blicken und es irgendwie in Europa schaffen. Deswegen Russland nur mit 2 Legionären bei dieser WM. Und die russische Liga selber, ja, da gibt es 4 ganz gute Mannschaften und sonst eigentlich nur so Mitläufer, wo manche Spieler nicht mal Drittliganiveau in Deutschland hätten, sagt man.
Und jeder kennt ja Konstantin Rausch und Roman Neustädter, die in der Bundesliga gespielt haben und sich kurzfristig so eine russische Staatsbürgerschaft geschnappt haben, um vielleicht bei der WM dabei zu sein. Aber Pech gehabt, die wurden während des Trainingslagers in der Moskauer Disco erwischt und fotografiert. Und das war dann vielleicht auch ausschlaggebend dafür, dass sie nicht zum WM-Kader gehören. Anscheinend haben die Russen aber dann doch noch ein bisschen bessere Spieler als diese zwei. Aber ja, im Endeffekt müssen sie einfach dieses Spiel gegen Saudi-Arabien gewinnen, auf Teufel komm raus, denn die wollen hier nicht 10 Milliarden für eine Weltmeisterschaft, die teuerste WM aller Zeiten, ausgeben, um dann schon nach 3 Spielen die Segel zu streichen, dann wenigstens noch ein viertes und dann haben sie ja schon mehr erreicht als eigentlich, so eine Mannschaft, die auf Platz 65 in der Weltrangliste und damit 2 Plätzen hinter Saudi-Arabien steht, eigentlich verdient hätte. Und dieses Eröffnungsspiel ist gleichzeitig auch das Eröffnungsspiel der 2 am schlechtest platziertesten Mannschaften in der FIFA-Weltrangliste aller Zeiten. Also Not gegen Elend. Aber nur fußballerisch, denn beiden Staaten oder Staatsoberhäuptern geht es zumindest finanziell gut. Der Bevölkerung, naja, das ist wieder ein anderes Thema. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist, dass der Gastgeber sich nicht gleich alle Chancen auf das Achtelfinale im ersten Spiel nehmen lässt. Ich sage, dass Russland 2-1 gewinnt. Ich glaube aber, dass die Saudis schon eine Überraschung schaffen können und auch so spielen. Also vom Spielverlauf sehe ich das wirklich ausgeglichen, aber aufgrund mangelnder Chancenverwertung gewinnt Russland. Mein persönlicher Tipp aus Wettsicht, um eine gute Quote mitzunehmen, wäre sogar Saudi-Arabien Asian Handicap plus 1. Bedeutet, du gewinnst die Wette, auch wenn Saudi-Arabien nur mit 2-1 verliert, also mit einem Torunterschied, also beziehungsweise kriegst du dann das Geld zurück, wenn du auf Asian Handicap plus 1 auf Saudi-Arabien setzt. Würde aber dann auch heißen, ja, du gewinnst nur wirklich Geld, wenn Saudi-Arabien mindestens unentschieden spielt. Ja, richtig. Aber ich will, das ist jetzt nur aus Quotensicht ein Tipp, den ich mir überlegen würde. Ich glaube nicht, dass Russland verliert, aber da wird die Quote auch zu schwach sein wahrscheinlich. Ja, eben. Also. Ja, ich habe jetzt meinen Tipp auch schon hin. Also ich gehe da absolut mit dir d'accord. Da muss Russland das Spiel gewinnen, auch wenn ich wirklich die Saudis, denen würde ich natürlich mehr gönnen. Die haben auch gegen Deutschland ein Tor geschossen, waren sogar am Ausgleich dran. Also da bin ich ja jetzt als nicht mehr Deutscher sehr, sehr, wäre ich froh gewesen, wenn die den Ausgleich kassiert hätten. Denn es gab ja einen Riesenskandal bei der deutschen Nationalmannschaft, der mich dazu bewogen hat, dass ich die Deutschen bei diesem Turnier nicht unterstütze. Jeder weiß, wovon ich rede. Julian Draxler hat gesagt, er sprüht sich vor jedem Spiel 3 Stöße Parfüm ins Trikot, weil er das einfach toll findet, wenn er dann so riecht. Und da ist er toll motiviert. Und dann sage ich auch, dann ist das nicht mein Land. Jetzt muss ich aber da meine Lanze brechen. Wenn du jahrelang oder mindestens ein Jahr in Frankreich leben würdest, dann wärst du auch nicht mehr ganz sauber und würdest so einen Schmarrn machen. Also, ich weiß es nicht. Ja, okay, vielleicht. Aber wie gesagt, das war einfach zu viel. Da kann ich nicht mit umgehen mit sowas, ohne jetzt irgendwie Leute zu diskreditieren, die sowas machen. Nur Fußballer, die sowas öffentlich sagen, also das geht meiner Meinung nach nicht. Naja gut, deswegen drücke ich dann den Mexikanern, den Schweden und den Südkoreanern die Daumen. Und vielleicht wird ja Draxler nochmal aussortiert von Löw, weil der dann auch sagt, okay, aber wobei Löw da genau der Falsche ist, der macht ja selber Werbung für Nivea und so. Aber ich bin ein bisschen abgeschwiffen, entschuldigt. Es geht natürlich weiter mit dem nächsten Spiel in der Gruppe A mit Ägypten gegen Uruguay. Genau, und du bist ja Uruguay-Experte, hast ja einen uruguayischen Opa, oder woher kommt diese Liebe zu den Albiceleste? Also, weiß ich nicht, wo die Liebe herkommt, aber wahrscheinlich so ein bisschen, dass Uruguay so das typische Kampffußball, die Kampfmentalität vertritt, voller Einsatz und schauen, was geht. Also ich finde, es ist eine echt sympathische Mannschaft. Seit Jahren spielen sie auch wirklich erfolgreich, ist ein kleines Land,
Sehr sympathisch, wollte ich nur sagen. Der Beißer, der Suarez. Der Beißer, also ein toller Typ, mit dem kann man Pferde stehlen. Dem ist es auch völlig egal, wen er da beißt. Der geht auf alle los. Also wirklich toller Typ, Luis Suarez. Ja, und ich meine, Uruguay hält gleich zwei einmalige Titel sozusagen. Sind ja zweimal Weltmeister geworden. Witzigerweise waren das beides mal ihre ersten beiden WMs und dann gleich den Titel holen. Und noch dazu sind sie die Weltmeisternation mit der kleinsten Bevölkerung. Also es gibt kein kleineres Land, das Weltmeister geworden ist. Im Verhältnis kann man das vielleicht nur noch dazu zur Qualifikation von Island setzen. Seit 2010 gibt es ja bei den Uros so eine Art goldene Generation mit Suarez, Cavani, Forlan und wie sie nicht alle heißen, auch wenn der jetzt nicht mehr spielt. Und für die ist es jetzt mehr oder weniger die letzte Weltmeisterschaft, wo sie nochmal in dieser Konstellation in ihrer Prime sozusagen zusammenspielen werden. Und sie haben mit dem Trainer, dein Stichwort, Oscar Tavares, auch einen wirklich erfahrenen an der Seitenlinie, seine bereits vierte Weltmeisterschaft. Und ich erwarte mir hier den deutlichen Gruppensieg. Und auch wenn ich mir jetzt die letzten Freundschaftsspiele anschaue, haben sie wirklich dort eine gute Defensive gezeigt. Im Sturm treffen sie sowieso. Sie hatten auch den besten Torschützen gestellt in der Qualifikation von Südamerika mit Cavani. 10 Treffer hat er erzielt. Von daher glaube ich, wenn ich mir die Offensive anschaue und die Startelf, die sich hinter keiner anderen Startelf dieser Weltmeisterschaft zu verstecken braucht, wenn alle fit sind, glaube ich, dass es hier einen deutlichen Sieg geben wird mit mindestens 2 Toren Abstand. Ich sage 2-0 zu Uruguay, außer du gibst mir irgendwelche Fakten, die mich umstimmen. Ja, finde ich jetzt krass, dass du einfach mal 2-0 auf Uruguay tippst, obwohl wir weder bei den Wetttipps sind, noch dass du dir irgendwas über den Gegner anhörst. Denn wenn ich jetzt hier die Power-Fakten zu Ägypten rauspowder, dann wird es dir leid tun, dass du jetzt so vorschnell 2-0 auf die Uruguay ausgesetzt hast, wo auch dann jeder sagt, der nicht genau drüber liest, was, you're gay. Und hat der Homer Simpson mal auf den Globus geschaut und dann gesagt, was, da ist ein Land, das heißt, du bist schwul. Aber gut, die Folge kennt bestimmt auch jeder. Also Ägypten ist ja gleichzeitig eigentlich extrem abhängig von einem Mann, Mo Salah. Wenn man den Marktwert von Ägypten anschaut, die haben einen Gesamtwert ihres Kaders von 200 Millionen und Salah alleine hat 150 Millionen an Wert. Da bleibt dann nicht viel übrig, wobei die Ägypter neben Salah noch 3 andere Spieler haben, die in der Premier League spielen in England. Und zwar Mohamed Elneny von Arsenal, Ahmed Hegazy von West Brom und Ramadan Sobi von Stoke City. Ich kenne die, außer Elneny natürlich keinen, aber ist ja auch egal. Aber es zeigt, dass die Ägypter da trotzdem noch ein paar international oder zumindest ja, Spieler mit Format, die sich mit Spielern in Top-Ligen messen haben. Und sie haben mit Essam El Hadari den ältesten Spieler aller Zeiten bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Der Torwart, wenn er zum Einsatz kommt, könnte sogar die Nummer 1 sein in Ägypten, aber wenn er nicht zum Einsatz kommt, ist er trotzdem der älteste WM-Teilnehmer. Er wird dann 45 sein. Aber das hilft den Ägyptern jetzt auch nicht, um die Uruguayers zu schlagen. Das wird auch ein Mohamed Salah nicht schaffen, denn dafür ist Uruguay einfach zu stark und Ägypten zu schwach besetzt. Und wenn man sich die Spiele anschaut, die Ägypten so abgeliefert hat, die haben einfach noch nicht das Format, um dann gegen bessere Mannschaften was zu reißen. Sie haben das letzte Spiel gegen Belgien 3-0 verloren. Und in eine ähnliche Kategorie kann man die Uruguayos fast auch einordnen, vielleicht ein bisschen drunter. Aber Salah hat auch das Problem, er trifft eigentlich nicht gegen starke Mannschaften, hat gegen Portugal zwar hier das 1-2 erzielt, ansonsten hat er mal gegen Chile 2 Tore geschossen, aber 33 Tore in der Nationalmannschaft sind auch nicht so aussagekräftig, wenn du dann nur gegen Länder wie Kuwait oder so spielst. Das ist kein Maßstab und die Frage dürfte auch sein, ob Salah überhaupt 100 pro fit wird. Ich denke, dass die Ägypter bei dieser WM dabei sind, ist schon ein Riesenerfolg für das Land, aber ich sehe sie ehrlich gesagt sogar ein bisschen schwächer als die Saudis fast. Also deswegen gegen die Uruguayos wird es nichts werden für Ägypten.
Du hast 2-0 schon gesagt. Darf ich da dabei bleiben? Habe ich dich überzeugt oder dir noch ein anderes Argument gegeben? Nein, ich bleib dabei. Und ich werde deinen Tipp frecherweise einfach übernehmen, weil Ja, ich ist doch den schön, dass auch wir uns so gut vorher hatte. verstehen. Ja, bei der WM, da läuft es bisher bei uns anscheinend. Aber die WM ist noch lang, da werden wir uns wahrscheinlich auch noch in die Haare kriegen. Zumindest, wenn es ums Wetten geht, hattest du ja bei den Saudis gesagt, Asian Handicap plus 1. Was hast du bei Ja. dem zweiten Spiel? Ich würde da, nachdem du mich jetzt dann eigentlich auch nochmal da ein bisschen überzeugt hast, fast eher sagen plus 1,5, beziehungsweise bei dem Spiel eher nicht wetten. Viel interessanter finde ich hingegen von meinem Gefühl ist auf Uruguay ein Asian Handicap minus 1. Du klaust doch meine Wetten. Gerade hast du noch was anderes gesagt vor dem Video. Da hast du auf Ägypten weniger als 1,5 und ich Ja. habe auf Uruguay minus 1 getippt. Ja, stimmt. So Das war's. ist So schon krass. war's. So Mal war's. kannst du ja machen, aber es ist jetzt schon, war meine Wette eigentlich. Ja, das war deine Wette, das stimmt. Meine andere Wette wäre aufgrund der Defensive von Uruguay und den Freundschaftsspielergebnissen oder den letzten Länderspielergebnissen von Ägypten, dass ich sage, Ägypten minus, also unter 1,5 Tore, je nachdem, wenn die Quote sich da lohnt, oder sogar Ägypten minus Asian. Minus ein Tor oder weniger als ein Tor auf gut Deutsch. Was bedeutet, wenn sie ein Tor schießen, dann gibt es das Geld zurück. Wenn sie mehr schießen, hat man verloren. Und wenn sie halt so spielen, wie wir getippt haben, gewinnen wir. Das finde ich eine sehr interessante Wette und von daher habe ich dich auch nochmal darauf hingewiesen, dass du das tippen wolltest, weil ich auch glaube, Ägypten, wenn die überhaupt ein Tor schießen, dann maximal eins und wenn die Wette darauf interessant sein sollte, dann würde ich da schon drauf setzen. Und im Umkehrschluss, ein Sieg mit einem Tor Vorsprung sollte für Uruguay zum absoluten Pflichtprogramm gehören. Ich denke, vielleicht wollen sie gerade zu Beginn der WM Vollgas geben und den Gegner überrollen. Und deswegen können sie auch vielleicht höher als mit zwei Toren Vorsprung gewinnen. Aber wenn man Asian Handicap minus 1 auf die Uru setzt, dann und sie wirklich dann nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen sollten, weil die Ägypter es ja ihren Gegnern jetzt auch nicht so einfach machen, haben eine relativ gute Abwehr dafür, dass sie eigentlich einen schlechten Sturm haben. Glaube ich, sind beide Wetten ganz gut und man könnte damit Geld machen. Genau, vom Bauchgefühl, wir schauen uns jetzt extra keine Quoten an, um sich da nicht von beeinflussen zu lassen. Vom Bauchgefühl müssten auch beide Sachen echt gute Quoten dann hergeben, aber das kann sich jeder dann selber anschauen oder uns auf Facebook folgen und unsere Wetten dort sich auch mal anschauen. Ja gut, ansonsten irgendeinen Namen brauche ich noch, ich kenne keinen Marokkaner. Die haben doch bestimmt irgendeinen aus der Bundesliga, oder? Warte, ich habe sogar, Ich schaue gerade auf Transfermarkt. ich habe eine Webseite von Welt.de mit den ganzen Kader. Ja, ich wollte den Marktwert auch wissen. Hier, wow, Amine Harit, 25 Millionen, krass, von Schalke 04. St. Pauli, Assis Buhadusch, Stürmer. Sicher. Mehdi Benatia kennen wir auch noch, klar. Kapitän. Von Juve. Und Hakim Ziyech von Ajax. Wie spricht man den aus? Ja, das erste Spiel der Gruppe B zwischen Marokko und dem Iran am Freitag, 15. Juni um 17 Uhr. Marokko und Iran, ja, relativ unbeschriebene Blätter bei Fußball-Weltmeisterschaften. Der Iran, was kannst du uns über den sagen? Ehrlich gesagt, jetzt nicht so viel Positives. Also man muss jetzt sagen, Hut ab, Iran, ihr habt zum ersten Mal in eurer Geschichte zweimal hintereinander die WM-Qualifikation geschafft. Durch die Quali sind sie auch ohne Niederlage marschiert, und zwar mit 12 Siegen und 6 Unentschieden. Allerdings in ihren bisherigen 12
Weltmeisterschaftsspielen haben sie nur eins gewonnen und das war 1998 mit 2:1 gegen die USA. Vom Spielerkader her jetzt auch keine überragenden Namen. Ich glaube, einen kennt jeder von uns, das ist Askan Dejaga, der ehemalige Spieler vom VfL Wolfsburg, der mittlerweile in Nottingham Forest sein neues Zuhause gefunden hat. Von daher, Iran ist für mich vielleicht nach Panama oder so, auf jeden Fall eines der schlechtesten Länder bei dieser Weltmeisterschaft. Und für den Iran geht es eher um die Völkerverständigung als um den Einzug ins Achtelfinale. Und gegen Marokko haben sie, glaube ich, auch einen recht schweren Gegner gleich zu Beginn erwischt. Die Marokkaner für mich oder überhaupt so, wenn man die Statistik anschaut, wahrscheinlich eine der besten afrikanischen Mannschaften derzeit, wenn nicht die beste. Die haben seit 18 Spielen nicht mehr verloren und haben dabei nicht jetzt die krassesten Gegner vom Platz gefegt, aber in den jüngsten Testspielen immerhin Estland 3-1, Slowakei 2-1 abgefertigt. Im März dieses Jahres haben sie gegen Serbien 2-1 gewonnen. Da kann man das vielleicht ein bisschen besser einordnen, wie so die Qualität ist, denn die Serben haben ja auch sehr viele junge Spieler, zu denen kommen wir dann noch, aber die waren 2014 U20-Weltmeister, die Serben, und von dem U20-Weltmeisterschaftskader sind natürlich einige dabei, von daher 2-1 gegen die Serben zu gewinnen, ist jetzt kein schlechtes Ergebnis, und Marokko hat 4-0 gegen Nigeria gewonnen diesen Februar. Und das sind alles WM-Teilnehmer. Und wenn man dann den Kader von Marokko anschaut, da kommt einem der ein oder andere dann natürlich auch bekannt vor. Der teuerste Spieler von Marokko ist Amine Harit von Schalke 04. Der hat einen Marktwert von 25 Millionen. Und dann wenig knapp dahinter mit 23 Millionen der Kapitän der Marokkaner, Mehdi Benatia, ehemaliger Spieler von Bayern München, aktuell bei Juventus Turin. Jetzt, denke ich, die Marokkaner gegen Iran, da ist schon dann ein ziemlich großer Unterschied, denn, wie du gesagt hast, die Iraner, eine der schlechtesten Mannschaften bei dieser WM. Marokko, was die dann gegen richtig starke Teams auf den Platz bringen, muss sich dann auch noch zeigen, denn die sind ja auch noch mit den Spaniern und den Portugiesen in der Gruppe, zu denen kommen wir gleich noch. Aber ich denke, gegen den Iran ist es auf jeden Fall schon mal ein Klassenunterschied, den ich jetzt mit 3-0, ich weiß nicht, wie der Iran ein Tor schießen soll, aber ich denke, Marokko macht das mit 3-0. Tatsächlich wollte ich es auch sagen. Kein Witz. Ja, dann hätten wir uns eigentlich die zwei Seiten sparen können, sondern alle einfach nur auf eine Seite. Aber er gibt ja dann bestimmt noch irgendwie was, wo du dann wieder für irgendwelche Isländer bist oder sonst irgendwen. Aber gut, 3-0, was könnte man da wetten? Natürlich zum Beispiel, dass beide treffen, eben nicht. Also both teams to score, no. Denn ich denke nicht, dass der Iran Tor schießt. Wird nicht so eine gute Quote geben, ist ja meistens immer unter 1,8, 1,7. Bestenfalls eher noch schlechter. Und in dem Fall, wäre es eigentlich, gibt es fast keine andere Option, als hier im Asian Handicap auf Marokko zu gehen. Dass man sagt, Marokko macht es mit mindestens einem Tor Vorsprung, vielleicht auch sogar, wenn man mutig ist, mit mehreren Toren Vorsprung, vielleicht sogar 1,5. Also ich werde da den Marokkanern mein Vertrauen schenken und hoffe, dass der Iran hier nicht über sich hinaus wächst. Ja, glaube ich genauso. Was glaubst du bei Portugal gegen Spanien? Da müssen wir erst wieder zurück auf die andere Seite. Ja. Klasse Duell vor allem. Die iberische Halbinsel duelliert sich hier. Die Portugiesen, Europameister 2016. Die Spanier, schon länger her, 2012 waren die Europameister, sind natürlich immer ein starkes Team. Wenn man jetzt nur auf Portugal schaut, haben natürlich Cristiano Ronaldo, den besten Spieler der Portugiesen, der bei der Europameisterschaft im Finale leider nicht aktiv teilnehmen konnte. Deswegen wird er jetzt wieder drauf brennen, dass er seine Portugiesen hier wieder selber nach vorne schießt. Hat er in der Quali schon gut gemacht mit 15 Toren. War der erfolgreichste europäische Torschütze in der Quali. Und Portugal hat diese Quali auch mit nur 4 Gegentoren
absolviert. Und wenn man so die letzten Ergebnisse der Portugiesen anschaut, da sind Licht und Schatten dabei. Ich meine, Algerien 3-0, da ist kein richtiger Maßstab. Das 0-0 gegen Belgien, das hat vielleicht den einen oder anderen ein bisschen überrascht. Ich habe da in der Tat auf Unentschieden getippt, aber nicht viel Geld drauf gesetzt. Habe mir nur gedacht, die Mannschaften könnten sich ein bisschen egalisieren. Und das zeigt ja, eigentlich hat Portugal eine ganz gute Abwehr. In der Offensive, ja, trotz Ronaldo nicht unbedingt die größte Power. Das sieht man ja auch, sie haben gegen Holland verloren und 3-0 sogar. Und USA 1-1, Ägypten 2-1. Das sind alles keine so berauschenden Ergebnisse der Portugiesen gewesen. Aber nichtsdestotrotz, diese Niederlage gegen Holland war ihre einzige Niederlage in den letzten 18 Spielen. Aber sie haben ja auch, wie man jetzt hier sieht, nur 2 der letzten 6 Spiele gewonnen. Also die Portugiesen sind jetzt noch nicht wirklich so von den Spielen her in absoluter WM-Form. Und das ist dann, glaube ich, im Eröffnungsspiel oder im ersten Spiel ein kleines Problem, weil dann ja gleich die Spanier kommen und die haben natürlich eine der besten Mannschaften. Von den Einzelspielern zumindest. Wahnsinn, dass dieses Spiel gleich als erstes stattfindet. Normalerweise spielen ja die besten beiden Teams einer Gruppe immer erst am Ende gegeneinander. Wie du schon sagst, Spanien hat einen unglaublich starken Kader hinter Frankreich, den zweitteuersten nach Marktwert, über 1 Milliarde. Und neben Deutschland haben sie auch alle, als einziges Team, alle Qualifikationsspiele gewonnen. Bis auf ein Unentschieden. Das war ein Fehler. Hast du auch bei dieser Statistikseite mit den 100 Facts von der Deutschen Welle geschaut? Ich wollte dir fast einen Leserbrief schreiben, dass das nicht stimmt. Weil Spanien hat ein Unentschieden in der Quali gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht, gegen wen. Man soll nicht immer glauben, was im Internet steht. Aber dann eine andere Frage. Was ist 1993 im Spiel gegen Dänemark den Spaniern passiert? Ich weiß es nicht. In der Tat, da bin ich gespannt. Sie haben verloren. Und seit 1993 haben sie kein einziges WM-Qualifikationsspiel mehr verloren. Quasi 51 Qualifikationsspiele ungeschlagen. Wahnsinn-Statistik, und das zeigt auch, wie stark diese Spanier sind. Und ich freue mich wirklich auf dieses Spiel, denn da ist gleich am Anfang viel Brisanz drin, denn hier geht es wahrscheinlich um den Gruppensieg, wenn Marokko nicht komplett über sich hinauswächst und die anderen beiden Länder unter ihren Möglichkeiten. Da sagst du nämlich was. Es gibt ja immer so Überraschungen bei Weltmeisterschaften und es gibt ja immer irgendwelche zu hoch gehandelten Mannschaften, die dann in der Vorrunde heilen müssen. Und da gehören ja die Spanier auch dazu, zu diesem illustren Kreis, die als Titelverteidiger 2014 dann in der Vorrunde ausgeschieden sind, weil sie auch gegen Holland 5 Tore kassiert haben und dann gegen Chile auch verloren haben oder unentschieden zumindest. Jedenfalls hat sich da Chile durchgesetzt gegen die Spanier. Und jetzt haben wir gesehen, ja, die Marokkaner, die können durchaus auch kicken. Vielleicht passiert den Spaniern ja, also ich glaube es nicht, dass denen zweimal hintereinander sowas passiert, aber vielleicht passiert auch den Portugiesen sowas als amtierender Europameister. Denn in diesem Eröffnungsspiel würde ich wirklich sagen, die Spanier machen das relativ deutlich auch. Also sie gewinnen zumindest. Deswegen mein Tipp hier, ein 2-1 haben wir ja schon gehabt, 2-0 haben wir auch schon gehabt. 3-1 für Spanien. Mist. Hättest du es auch getippt, dann tippe ich nochmal 2-1, weil eigentlich wollte ich, es ist schwierig drauf wirklich zu setzen. Also ich denke, Spanien wird das Spiel nicht verlieren, aber das wissen natürlich die Buchmacher auch. Deswegen gibt es da eigentlich so gut wie kein Geld, wenn man drauf setzen würde, dass Spanien hier quasi ein X2 oder ein Asian Handicap 0, dass man das Geld beim Unentschieden zurückkriegt. Also zum Wetten macht das irgendwie, finde ich, gar keinen Sinn, weil auch wenn man mit minus 1 drauf setzt, ist das, finde ich, zu kritisch, weil die Portugiesen ja jetzt auch schon was reißen könnten. Und naja. Portugal ist vom Namen her ein starkes Land, ein starker Gegner. Ich glaube aber jetzt, wie gerade schon angedeutet, auf einen 3-1-Sieg der Spanier. Also fällt dir da noch eine bessere Wette ein? Würdest du darauf setzen, irgendwas? Both to score, wobei, das würde ich auch nie beim ersten Spiel sagen. Am ersten Spiel, du weißt halt nicht,
wie beide Nationen eingestellt sind. Vielleicht sagen beide Länder auch Defensive first, bloß nicht das erste Spiel verlieren, weil danach geht es gegen die schlagbaren Gegner. Für mich ist es ein nicht wettbares Spiel. Ich habe mir in der Tat vorher aufgeschrieben, da ein bisschen anders, als ich jetzt getippt habe, denn ich halte hier halt quasi den Tipp für unter 3,5 Tore für absolut realistisch. Ich denke, es könnte, weil Portugal hat ja gegen Belgien 0-0 gespielt, glaube ich halt irgendwie werden sie die Spanier schon auch irgendwie einlullen, dass die Spanier dann vielleicht auch nur 1-0 gewinnen. Deswegen werde ich meinen Tipp jetzt hier auf 0-1 zurückstellen und dann als Tipp, wo ich dann vielleicht wirklich drauf wette, unter 2,5 Tore sogar. Also unter 3,5 gibt halt immer keine gute Quote. Würde ich jetzt vielleicht. Dann würde ich fast empfehlen. Wenn die Quote lächerlich ist, aber auf unter 2,5 könnte man da vielleicht eine einigermaßen gute Quote kriegen. Ja, oder du machst unter 3 und kriegst halt im Zweifel. Aber das ist rein quotenabhängig. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Portugal gewinnt. Alles andere ist möglich. Alles klar. Dann sind wir auch schon durch bei diesem ersten und zweiten Tag der Fußball-Weltmeisterschaft. Ihr hört uns dann morgen bzw. übermorgen wieder zum Vorausblick auf die Gruppe C und D mit Frankreich, Australien, Peru, Dänemark, Argentinien, Island und die Kroaten. Meine Kroaten gegen die Nigerianer. Also da sind auch einige interessante Mannschaften dabei, dürft ihr euch drüber freuen. Und wenn ihr gegen uns tippen wollt, schaut mal auf wettmeisterschaft.tv. Dann könnt ihr da quasi an einem Wettbewerb teilnehmen, den wir haben. Da kommt dann auch noch ein Video. Und natürlich werden wir in unserer Community auf Facebook, in Wett-Vorhersage heißt das ja die Gruppe, auch bei dieser WM einiges posten. Und ich werde auch in der Double-Bet-Gruppe 2xBet zur WM wieder sehr viele Double-Bets machen. Da ist gerade eine Wespe reingeflogen. Es hat ja geheißen, die Testspiele sind nicht aussagekräftig, aber ich habe da in der Tat eine ganz gute Bilanz gehabt, habe die letzten 4 Double Bets auf Länderspiele alle gewonnen. Das ist doch einfach mal eine gute Vorbereitung für die WM und von daher freue ich mich auch darauf. Jetzt haben wir hier schon ein paar Tipps gesehen, die wir dann da natürlich auch mit einfließen lassen und freuen uns natürlich auch, wenn ihr Tipps dazu habt zur WM, was ihr denn tippen würdet überhaupt auf die Spiele, wo wir total daneben liegen und ihr bessere Tipps habt oder wo ihr noch irgendwie Ergänzungen habt, wo man vielleicht noch ein bisschen Value findet. Bis zum nächsten Mal. Gewinne die Wettmeisterschaft von XBET-Tipps. Das wahrscheinlich spannendste Tippspiel aller Zeiten. Zeige, dass du der beste Tipper bist und gewinne bis zu 1000 Euro. Geh auf wettmeisterschaft.tv und melde dich bei unserem Partner TenBet an. Wie viel du einzahlst, ist dir selbst überlassen. Wenn du allerdings den Bonus mitnehmen willst, dann empfehlen wir 200 Euro einzuzahlen, denn der Bonus beträgt 50% davon bis maximal 100 Euro. Melde dich dann mit deinem TenBet-Benutzernamen und deiner E-Mail-Adresse auf wettmeisterschaft.tv an und du bist dabei. Für jeden Teilnehmer werfen wir 25 Euro in den Pott. Ab 40 Teilnehmern beträgt der Gewinn also 1000 Euro. Bei mehr als 40 Teilnehmern gewinnt der Sieger 1000 Euro und der Rest wird auf die Plätze 2 bis 11 in gleichen Anteilen verteilt. Die Regeln sind einfach, egal ob Kombi oder Einzelwette, es gilt nur eine Wette pro Tag mit maximal 10 Euro Einsatz bei TenBet. Poste deinen abgeschlossenen Wettschein vor den Ereignissen auf unserer Facebook-Seite xbet.tipps mit dem Hashtag Wettmeisterschaft. Egal ob du jeden Tag eine Wette abschließt oder nur alle 5 Tage. Wir werten die Tipps regelmäßig aus, damit wir sehen, wer die Nase vorne hat. Gewinne die Wettmeisterschaft von XBET-Tipps.